Im September 1991 gab es ja ein rassistisches Pogrom in Hoyerswerda, was sich dort ereignet hat. Das waren tagelange Angriffe von einem Mob aus ja, vermeintlich ganz normalen Hoyerswerdarinnen und offensichtlichen Neonazis, die tagelang zum einen eine Unterkunft von Asylsuchenden und zum anderen eine Unterkunft von Vertragsarbeitern und Vertragsarbeiterinnen angegriffen haben. Die Heime wurden mit Steinen und Flaschen und Molotow-Cocktails beschmissen. Es wurde applaudiert halt für solche Taten. Es gab zahlreiche rassistische und ausländerfeindliche Parolen. Und an einigen Tagen versammelten sich bis zu 500 bis 600 Menschen vor den Wohnheimen. Die Polizei erwischte außerdem einige Neonazis, die mit Benzinkanistern unterwegs waren. Das heißt, die halt offensichtlich mehr wollten als nur zerbrochene Fensterscheiben. Und ja, das Ergebnis dieser tagelangen Gewalt gegen die Nichtdeutschen der Stadt war eben nicht, dass die Stadt gesagt hätte, wir schützen die Flüchtlinge und die Vertragsarbeiter, sondern die Vertragsarbeiter und Flüchtlinge wurden am Ende aus der Stadt geschafft und der rassistische Mob hat sozusagen gesiegt. Wie hat denn damals die Polizei auf die Übergriffe reagiert? Die Polizei hat zurückhaltend reagiert, was ja auch mit ein Grund überhaupt dafür war, dass es zu dieser Eskalation in der Art kommen konnte. Es gab dann irgendwann aber eine komplette Absperrung um das Vertragsarbeiter- und Vertragsarbeiterinnenheim, wo das Pogrom eben seinen Anfang genommen hat. Daraufhin sind die Leute dann einfach weitergezogen in eine andere Straße zum Flüchtlingsheim und haben dort weiter randaliert. Und ja, eben die Polizei konnte oder wollte nicht eben auch den Schutz der Leute in den Häusern gewährleisten und hat dann eben als einzige Lösung, die dort auch politisch dann angeboten und auch durchgeführt wurde, eben nur die Evakuierung der Leute aus Hoyerswerda gesehen. Und die Leute wurden dann direkt zum Teil zur Abschiebung geschafft, sodass die Nazis und ja die Rassisten, die dort vor den beiden Wohnheimen getobt haben, ihr Ziel im doppelten Sinne erreicht haben, dass sowohl Hoyerswerda eben ausländerfrei war, das war ja auch dann das Unwort des Jahres 1991, als auch, dass einige der Leute direkt abgeschoben wurden aus Deutschland. Auf das Pogrom von Hoyerswerda folgten ja eine Reihe weiterer ausländerfeindlicher Übergriffe hier in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland. Welche Bedeutung haben die Ausschreitungen für spätere ausländerfeindliche Übergriffe, wie zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen? Kann man sagen, da ist so der Knoten geplatzt? Ja, also das kann man durchaus sagen, wobei man dazu sagen muss, also der Knoten ist geplatzt für diese Situation, dass sich Leute halt in einem Mob von mehreren hundert Menschen eben vor ein Heim stellen und dort eben auch das in Kauf nehmen, dass dort ja Menschen zu Tode kommen. Das ist auf jeden Fall eine Entwicklung gewesen, die hat in Hoyerswerda eben ihren Knotenpunkt gehabt. Da wurde halt ausprobiert, was dann in Rostock ja noch wesentlich schlimmer eben umgesetzt wurde von Nazis und Rassisten und Rassistinnen in Deutschland. Man muss aber dazu sagen, dass es rassistische Gewalt in dem Sinne auch schon vor Hoyerswerda gab. Das heißt, die Stimmung war ohnehin geladen. Hoyerswerda war für diese Situation, dass man im Mob von mehreren hundert Menschen eben Flüchtlinge angreift, dann aber eben ja der Knotenpunkt, der dann geplatzt ist. Im Anschluss an diese Ausschreitung wurde Hoyerswerda ja dann, wie Sie vorher schon erwähnt haben, als erste ausländerfreie Stadt bezeichnet. Wie sieht es denn heute aus vor Ort? Also es gibt in Hoyerswerda Menschen, die dort mit Migrationshintergrund leben. Wir wissen aber auf jeden Fall auch von Leuten, die bis heute dort Rassismus und Anfeindungen ausgeliefert sind. Und dass es bis heute dort auch Probleme gibt, hat man im vergangenen Jahr gesehen. Da waren drei Betroffene von 1991 zusammen mit einem Kamerateam nochmals vor einem der angegriffenen Häuser. Und die wurden auch prompt wieder von einer Gruppe von Neonazis angegriffen und das ist wohl nur dem Kamerateam und dem selbstbewussten Auftreten der drei Betroffenen zu verdanken, dass es dort nicht ja, zu einem gewalttätigen Übergriff kam. Die Polizei zeigte sich dort ähnlich wie vor 20 Jahren. Sie kam zu spät und kümmerte sich zum Teil zunächst um die Betroffenen und ohne auf die Täter einzugehen. Wie wird denn die Stadt auf den Jahrestag reagieren? Welche Aktionen sind da geplant? Dazu wissen wir im Moment noch nichts, was da geplant ist. Wir können aber von dem berichten, was wir wissen, was zum 20. und zum 15. Jahrestag passiert ist. Da gab es eine offizielle Gedenkveranstaltung
wo eine temporäre Stele aufgestellt wurde mit der Aufschrift in Erinnerung an die extremistischen Ausschreitungen. Das ist ein Vokabular, was wir im Zusammenhang mit Hoyerswerda ablehnen und kritisieren und was auch ein Grund ist, warum wir dort eben unseren eigenen eigene Erinnerungspolitik entgegensetzen wollen. Denn diese Bezeichnung als extremistische Ausschreitung, die lässt zum einen diese Dimension des Rassismus, was das Motiv der Täter und Täterinnen von damals war, komplett aus und ja, relativiert damit die Ereignisse. Und wir fordern eben, dass ein Denkmal aufgestellt wird, wo ganz klar die Ereignisse als rassistisches Pogrom bezeichnet werden. Und wir können außerdem vom vergangenen Jahr noch berichten, dass immerhin die Stadt sich offizieller mit dem Thema beschäftigt hat. Es gab sogar eine Entschuldigung des Bürgermeisters, aber unsere Forderung nach Entschädigung für die Betroffenen von 1991, die wird ja abgelehnt. Da gab es noch keine Stellungnahme, dass man sich darum kümmert. Man ist wohl der Meinung, dass eine ja mündliche Entschuldigung ausreicht. Es gab außerdem immerhin eine Ausstellung zu dem Thema im vergangenen Jahr. Allerdings kamen dort in keinem Satz die Betroffenen von 1991 zu Wort, sondern es wurden lediglich Polizeiberichte zitiert. Und die obere Etage der zweietagigen Ausstellung war dann geschmückt mit Zitaten von Porträtfotos von Menschen mit Migrationshintergrund, die in Hoyerswerda leben und die Hoyerswerda gelobt haben für ja ein schönes Leben in der Stadt. Das heißt, das Ganze hat sich dann am Ende doch wieder als Imageveranstaltung herausgestellt, um eben am Ende doch das Ganze noch zu nutzen, um den Ruf der Stadt aufzubessern und sich nicht mit Rassismus und Neonazis auseinanderzusetzen, was Themen sind, die bis heute Probleme sind in der Stadt, zu denen man sich aber nicht bekennt.